Servus YouTube zur nächsten Herausforderung von Magic 2014 Erweiterung. Rätsel aus Stahl. Mal schauen, ob das ein kniffliger wird als die vorherigen. Achso, ja. Habe ich vergessen. Rätsel aus Stahl. Dein Gegner verfügt noch über mehr als genug Lebenspunkte, aber wenn du die richtige Ausrüstung verwendest, kannst du ihm den Todesstoß versetzen. Oh, das ist schon mal... mehr Karten bedeutet immer mehr Möglichkeiten. Schauen wir mal. Ja, ist okay. Kostet 0, das ist schon mal gut, aber macht halt keinen Schaden. 31 Leben, ich meins, ja. Klar, sicher. Was haben wir hier liegen? Na, der hat übrigens 2 Goblins, also... Der hat jetzt nichts Besonderes. Oh, schau mal an. Was ist das? Wobix, umgewandelte Mana-Kosten. Okay. Die geben plus 1, plus 0 für jede angelegte Ausrüstung. Okay. Ja, Unzerstörbarkeit. Okay. Ogerbeil. Plus 5, plus 0. Nice. So ein kleiner Spargel-Elf mit so einem riesigen Ogerbeil. So passt es. Kondans Banner, legendäres Artefakt. Habe ich eine legendäre Kreatur? Du bist keine legendäre Kreatur? Du wärst eine legendäre Kreatur. Was kann es? Alle Kreaturen, mit der ausgerüsteten Kreatur eine Farbe gemeinsam haben, erhalten plus 1, plus 1. Alle Kreaturen, die mit der ausgerüsteten Kreatur einen Kreaturentyp gemeinsam haben, erhalten plus 1, plus 1. Nett. Mensch, Krieger. Und Farbe rot-weiß. Du kriegst plus 1. Du kriegst plus 2. Was habe ich denn? Oh, was haben wir denn da noch? Schau mal die Hand an. Das kennen wir schon. Immer wenn eine Ausrüstung unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, kannst du eine Karte ziehen. Metallkunst. Ausrüstung, die du kontrollierst, hat Ausrüsten 0, solange du 3 oder... Oh, das ist bestimmt interessant. Den merken wir uns mal. Der ist sehr gut. Steinsschmelz, Mystiker. Wenn der Stein ins Spiel kommt, kannst du deine Bibliothek nach einer Ausrüstungskarte durchsuchen, sie offen vorzeigen, auf deine Hand nehmen und dann deine Bibliothek mischen. Ja, du kannst deine Ausrüstungskarte aus deiner Hand ins Spiel bringen. Ja. Oh, 6 Mana, das wäre für die nicht schlecht. Silberrüstung, plus 6, plus 6. Immer wenn die ausgerüstete Kreatur angreift, zerstöre eine bleibende Karte deiner Wahl. Ausrüsten 6. Aber wenn ich 3 Teile bekomme, ist es schon wieder auf 0. Und was haben wir hier noch? Überlebende Auriok. Wenn die überlebenden Auriok ins Spiel kommen, kannst du eine Ausrüstungskarte deiner Wahl aus deinem Friedhof ins Spiel zurückbringen. Falls du das tust, kannst du sie an die überlebenden Auriok anlegen. Okay. Wie viel? 6... Das wäre doch gut mit der. 6 Schaden. Ich glaube, was... wer gibt denn das, wenn ich... da muss ich mal schauen. Muss ich echt mal schauen. Also, erstmal den da. Der ist gut. Den können wir ins Spiel bringen. Ich glaube, das schadet erstmal nicht. So, als nächstes würde ich... Oder... Ach, schauen wir erstmal, was gibt's denn für Ausrüstungskarten überhaupt noch? In unserem Deck. Natürlich! Ja, was haben wir denn da? Nochmal die Handschuhe. Was kannst du? Plus 2, Erschlag, Wachsamkeit, Eile und Versuch, Trampelschirm. Wir brauchen mehr Damage. Das nochmal. Halt plus 3, plus 0, hat Lebensverknüpfung. Trampelschaden, das wäre nicht schlecht gegen so mickrige Blocker. Extra Schaden. Ist fluchsicher Eile. Eile ist natürlich... Oh, da kann man gleich mit der nochmal ihre Fähigkeit einsetzen. Oh, das ist gut. Ich nehme Eile. Eile ist sehr gut. So, ja, dann spiele ich das auch gleich aus, oder? Können wir die noch gebrauchen? Eigentlich ja. Komm, die hauen wir auch noch raus. Weil wir brauchen mehr Artefakte. Wir brauchen eine starke Kreatur und das wird sie werden. Das war das, was wir am meisten Damage
dazu gibt. Ja, ich möchte sie nutzen. Jetzt habe ich die Auswahl. Was möchte ich machen? Ich möchte sie an die überlebenden Auriok anlegen, zurück ins Spiel bringen. Gut. Ja, ich möchte eine Karte ziehen. Ein Land extra. Können wir gebrauchen? Vielleicht. So, jetzt würde ich das da. Und ja. Und das da. Also die Boots ausspielen. Diese Boots. Oh, jetzt haben wir einen Trigger erfüllt. Der ganz wichtig. Ah, sehr nice, sehr nice. Vielleicht können wir das auch noch nutzen. Perfekt. Mal schauen. Wo bin ich stehen geblieben? Genau, wir haben einen Trigger ausgelöst. Erstens, wir haben drei Artefakte, deswegen. Oder drei Ausrüstungsgegenstände. Halt, ne, Artefakte ist es. Genau, nur Artefakte. Deswegen kriegen alle plus 3 plus 0. Zusätzlich, warte, wer war's? Du warst es, genau. Zusätzlich kostet jetzt das Ausrüsten 0. 0. Das werden wir hier sehen. 0. Wir pumpen jetzt diese Kreatur auf. Weil die wird mein absoluter Killer werden. Ich habe mir nämlich schon einen Plan zurechtgelegt. Ja. Ich möchte noch was. Ich möchte die an Tierling. Ich kann es ja jetzt in meiner Hauptphase wild herumgeben. Leider hat sie nur ihre Einsatzverzögerung weg, wenn das Item dran liegt. Wenn ich es jetzt wieder wegtue, hat sie immer noch Einsatzverzögerung. Aber ich kann jetzt ihre Fähigkeit ausspielen. Und zwar... Ja, das ist egal. Welches Mana ist egal? Hauptsache, wir nutzen welches. Jetzt spiele ich die. Das wäre auch interessant. Plus 5, plus 0. Aber plus 6, plus 6. Und zerstöre eine bleibende Karte ist viel, viel interessanter. Besonders gegen die. Ja, dann ziehen wir halt noch eine Karte. Dann mache ich diese Karte an die anlegen. Das genauso mit dieser Karte. Ja. So, wir haben 19. Wenn ich jetzt angreife, können die... Einer wird zerstört. 19. Ah, die blocken einen. Wahrscheinlich den da. Der Schaden muss durchgehen, sonst schaffe ich es nicht. Was ist jetzt besser? Diese Karte? Oder diese Karte? Sie bewirken jetzt eigentlich dasselbe, weil mit der zusammen sind es 5 Karten, die daran sind. Also gibt es plus 5 plus 0. Und die gibt auch plus 5 plus 0. Ist aber teurer. Also spiele ich die. Warum ich nicht beide ausspielen kann, ist... Hat auch einen Grund. Den Grund erkläre ich jetzt gleich sofort. An diesen großen Kerl wieder an. Oder das sind ja mehrere Kerle. Die Überlebenden anlegen. So. Deswegen. Durchsuche deine Bibliothek nach einer Ausrüstungskarte und bringe sie ins Spiel. Lege dann eine Kreatur an, die du kontrollierst. Mische danach deine Bibliothek. Das können wir noch machen. Und das werden wir auch machen. Aber nicht jetzt, weil durch die Wachsamkeit ist ein geiler Schachzug möglich. Ein absolut geiler. Wir greifen an. Wir greifen an. Die werden erstmal einen wegbekommen. So, ich greife an. Die deklarieren einen Blocker. Vermutlich. Oder auch nicht. Wenn nicht, haben wir es geschafft. Aber da wird jetzt ein Blocker kommen. Genau. Und jetzt können wir das da aktivieren. Das wird jetzt geil. YouTube, das wird geil. Nämlich dieser. Deswegen war ich so begierig auf das verursacht Trampelschaden. Schaut euch das an. Schaut euch das an. An den anlegen, bitte. Er hat Trampelschaden. Ja, wir ziehen eine Karte. Das reicht vollkommen aus, um
den Schaden niederzutrampeln. Das war diese Herausforderung Rätsel aus Stahl. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten und letzten Herausforderung. Ciao.